Hi Leute, Stefan hat mir ein Weidezaungerät schicken lassen. Das hat hier oben den Solarpanel. Das kann man sogar kippen, das Panel. Ja, dann da kann man es tragen. Ja, dann hier auf an. Ich denke mal, da wäre es an und da wäre es aus. Dann hier kann man ein Draht, da den anderen Draht festschrauben, eine Lampe. Und was mir auffällt, hier ein Aufkleber. Okay. Schöne Erklärung. Ich habe die Flips raus, dann den Akku raus, den Akku meines Labornetzteil. Es ist ein 6 Volt 4,5 Amperestunden Akku. Und mir fällt auf, bei 7 Volt nimmt der nichts auf. Plus, hier Strom wird drauf. Labornetzteil, aber hier, ich glaube, der Bleiakku ist sulfatiert. Oder trocken oder tot. Gut, dann fällt mir auf, da ist es ausgebrochen. Da ist es ausgebrochen und da fliegt was an. Das heißt, ich habe ja Plus. Hier Minus, aber ich muss das mal abstauben, weil hier da drin alles rumfliegt in der Box. Dann mal schauen. Okay, ich habe die Schrauben außenrum mal entfernt, die Schrauben rausgeschraubt. Jetzt kann ich das da rausnehmen und okay, da sind noch Verpackungsflips drin. Gut, das da oben, das werden die Kabel zum Solarpanel sein. Dann geht das hier zu so einer Platine. Das kann ich abstecken. Das ist Solarpanel. Solarpanel abgesteckt. So. Okay. Da ist ein Trafo. Ah, hier plus minus. Geht an die Klemmen raus. Dann hier der Schalter. Und die Platine. Und da ist ein Kondensator und Uhr. Hätten noch zwei Kondensatoren Platz. Und das hier ist, denke ich mal, der Thyristor. Viel Elektronik drin. Naja, es geht. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Das da ist zwar ausgebrochen. Ja. Da abgebrochen, da abgebrochen. Hier und hier abgebrochen. Aber probieren wir mal aus, ob der funktioniert. Das heißt, mal 6 Volt dran und dann mal einschalten. Ganz dicke Schrauben hier zum Badezahn. Wie wenn da groß Hochstrom drüber laufen würde. Ja, okay, kurzzeitig fließt auch Hochstrom drüber. Schauen wir mal, ob das funktioniert an sich. Der Thyristor ist ein BT152. Ich denke mal, da kann man es lesen. Und der Kondensator ein 400 Volt 225J. 400 Volt 225, das müsste ein μF sein. 224 ist 101. Ja, ein μF. Ein μF 400 Volt Folienkondensator. Der, schätze ich mal, auf diesen Trafo her entladen wird. Und hier, das kleine da, das dürfte der Inverter sein. Hier mit einem kleinen Transistor. Einen, das könnte ein Operationsverstecker sein oder ein Schaltregel IC, das 8-Pin-IC. Dann C, D, H, L, AUB, Revision 2. Ja, scheint in der Chip-Platine zu sein. Okay, dann mal ausprobieren. Da X-Bad plus minus, stecken wir mal bei X-Bad einfach 6 Volt Labornetzteil an. 6 Volt angesteckt und so wie es scheint, funktioniert er. Und schlägt bei entweder beim Trafo oder bei irgendeiner Schutzfunkenstrecke über. Ich schalte die mal ein. Tack. Irgendwo, ich schätze, die hat irgendwo eine Schutzfunkenstrecke. Hier die Lampe, die blinkt. Ich glaube, die macht schon einen kräftigen Funken. Ich habe jetzt da nicht zu viel Erfahrung. Oder ist das der Trafo, der mal so laut wird? Wenn ich die Strombegrenzung zurückdrehe, du, warte, mal Labornetzteil auf.
Jetzt hört man den Daktin, den Wandler, 150 mA. Ah ja, der braucht immer ganz kurz 150 mA, den Moment, wo er zündet. Das hier leuchtet schon, blinkt schon ganz schön. Und irgendwo springt Funky über. Oder der Trafo ist so laut. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal eine kleine Funkenstrecke. Okay, und man sieht hier nicht viel. Ich sehe aber hier eine Funkenstrecke. Glaube ich, das hat nicht richtig Kontakt da. Bin auf genau 6 Volt. Hier hatte es gefunkt. Genau hier funkt es. Da hat es nicht richtig Kontakt. Und hier, jetzt war es lauter. Ich will mir da nichts kaputt machen. Aber so einen richtigen Funken gibt es da irgendwie nicht. Und ich hätte sich an, wie wenn der Trafo irgendwo überschlagen würde. Der Trafo schlägt hier so scheinbar nicht über. Zumindest kann ich nichts erkennen. Auf der Rückseite hier schlägt auch nichts über. Auf der Primärseite, schätze ich mal, das ist primärseitig, das da. Aber auch wenn ich das jetzt zusammen tue, irgendwie scheint das zu schwach zu sein. Gut, es ist eigentlich eins für Solar gedacht, aber Solar und Bleiakku. Deck. Ja gut, für Kleintiere könnte es gehen, aber irgendwie ist das schon etwas schwach, obwohl der Trafo jetzt nicht so klein ist, aber es ist ein Schaltnetzteil drauf vorher. Ja, wir haben hier den Thyristor, einen Kondensator, bis drei Kondensatoren wären bestückt da und ein Inverter, der den auf ein paar hundert Volt lädt. Es ist nichts zum Einstellen, nichts zum Justieren mehr drin. Trotzdem, hier knallt es nicht. Entweder es ist so schwach oder es ist noch etwas kaputt. Das kann dann aber, glaube ich, nur Trafos sein oder so. Weil der Thyristor zündet durch, das hört man deutlich. Und der Kondensator wird auch auf eine schöne Spannung aufgeladen. Das Duck hört man deutlich. Hier das macht Blink. Und wenn der Trafo durchschlägt, dann habe ich ein Problem. Sollte es ja Trafo sein. Aber ich kann das auch kurz schließen hier. Und da ändert sich irgendwie gar nichts, wenn ich es kurz schließe. Machen wir es mal anders. Tun wir mal eine Kaltkathodenröhre. So eine Kaltkathodenröhre da anklemmen. Und gucken mal, ob die aufblinkt. Mal an. Tack. Und die leuchtet auch nicht. Entweder ist es extrem schwach oder der Trafo ist kaputt. Glaub fast, der Trafo ist kaputt. Die leuchtet gar nicht. Die beiden Drähte, die gehen hier hin. 1, 2. Die Glimmlampe. Oder, ne, das ist eine LED. Das ist eine Leuchtdiode. Das ist keine Glimmlampe. Das ist eine Leuchtdiode. Das ist tatsächlich eine Leuchtdiode. Ich glaube, ihr könnt sehen, das ist eine Leuchtdiode, keine Glimmlampe. Hören tut man tak tak tak. Es kann sein, dass doch der Trafo irgendwo durchschlägt, weil nicht mal die Lampe leuchtet. Okay, dann Trafo-Fehlersuche. Irgendwo springt der Funke im Trafo über.
der liegt im Trafo. Nur das ist das Einzige, was mir erklären kann, warum man da überhaupt nichts sieht, dass die überhaupt nicht zündet. Der muss ja mehr als 70, 80 Volt oder so für die Leute haben zum Zünden. Und es hört sich echt so an, wie wenn direkt im Trafo, wie wenn er direkt im Trafo durchschlägt. Ein paar Kilowatt sollte der schon kriegen, dass die Kaltkathoden wieder zündet. Und genau das passiert nicht. Ja, das könnte echt sein, dass er Trafo durchschlägt. Den Trafo allerdings zerlegen, abwickeln. Obwohl ich diesen Eisenkern-Trafo sehe ich jetzt erst. Ja, hier, das sieht aus, wie wenn es ein Eisenkern-Trafo wäre. Oder ist es ein Ferrit-Trafo oder ein Eisenkern-Trafo? Es sieht fast nach Eisenkern-Trafo aus hier. Wenn es ein Eisenkern-Trafo ist, dann müsste ich den aufsägen, abwickeln und neu wickeln. Oder gucken, wo es überschlägt. Ja. Okay, dann komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Die Schaltung an sich funktioniert. Aber es kommt noch nichts raus. Ja, das war's jetzt erstmal. Ich guck mal, was ich mache am besten. Oder ob ich mal einen anderen Trafo verwende stattdessen. Nur wenn ich ein Netztrafo nehme, bitte mir gleich durchschlagen. Daher, ja, mal schauen.